setze darauf, dass die deutsche Nationalmannschaft mindestens ins Halbfinale kommt, weil meine Reise nach Australien, wo mein Antrittsbesuch nach anderthalb Jahren hier stattfindet, ist so gelegt, dass das auf das Halbfinale rein zufällig fällt vor Ort. Also das müssten Sie bitte dann sicherstellen. Aber ich glaube, genau wie Nina Künzer gesagt hat, das ist natürlich diese großen Sportevents, das sind die Beiträge, die dann bei uns auch in Deutschland die Leidenschaft bei vielen Mädchen und Jugendlichen und auch Jungs ja mit befördern können. Ja, wollen Sie anfangen? Fußball, was bedeutet das persönlich? Also für mich bedeutet das vor allen Dingen, im Regen sich endlich auszupowern, weil ich habe ja früher privat eigentlich als Leistungssport Trampolin gemacht und da musste man dann immer im Turnanzug und so als Einzelsportart unterwegs sein und das war mein persönlicher Ausgleich, dann auch mal so richtig undiplomatisch gesagt, ich habe von den Herrn Botschaftern gelernt, wie schön diplomatisch man auch erklärt, wer dann gewinnt oder nicht gewinnt, aber richtig alle Energie und Power rauszulassen, vor allem Mannschaftssupport zu betreiben und dieser alte Spruch, auf dem Fußballplatz sind alle gleich, das ist auch meine Erinnerung auf dem Dorf, Fußball zu spielen und deswegen jedes Mal, wenn ich eigentlich Fußball jetzt im Fernsehen sehe, wenn ihr den Titel holt, ist das auch so ein Stückchen Zeit für mich zurück. Und hier im Auswärtigen Amt fragen sich ja vielleicht einige, warum zum Teufel machen wir heute eine Veranstaltung zum Fußball hier, weil auch die auswärtige Sportpolitik ein Teil dieses Außenministeriums ist und als Botschafterin in die Welt, so wie die beiden Herren Botschafter das Australien und Neuseeland gerade deutlich gemacht haben, dafür werben und eintreten, dass der internationale Sport gefördert wird und deswegen freue ich mich besonders, dass man hier so ein bisschen Kindheitserinnerungen mit meinem jetzigen Job verbindet.